Du erinnerst dich bestimmt noch an unsere ersten Fänge. Tja, du warst kaum 5 Jahre alt, aber hoffentlich schon alt genug, um dich an meine alte Blechkiste und den Geruch der Natur am Morgen zu erinnern. Genau da ist nämlich deine Leidenschaft zum Angeln entstanden. Und die ist nun sicherlich groß genug, um sie weiterzugeben. Genau wie ich sie dir damals weitergegeben habe. Meine Geschichte beginnt am Ufer eines Baches. Mein Papa hatte mich zum Plätzchenfischen mitgenommen. Ein komischer Tag. Was ich da nicht alles erlebt habe. Wir kamen aus wieder an. C'est rond, t'as vu, c'est la lague où ça s'ouvre, tu sais, t'en as déjà vu dans les étangs. Quand elles sont grosses, et ben ça, c'en est une toute petite. Et petite deviendra grande. Und dann ging es mit dem Fischen los. Also mit dem Angeln. Mit Ködern und so. Würmer anhaken. Laufen binden. Als es nicht mehr gebissen hat, haben wir den Platz gewechselt und dann hat es wieder gebissen. Ah, c'est trop dur, il faut que tu aies bien coincé vers l'œil.
Voilà. Die Schnur hat sich in den Ästen verfangen und alles hat sich verheddert. Ich und Papa wollten auf die andere Uferseite und dafür mussten wir über einen umgefallenen Baum klettern. Platsch, da war der Fisch aber weg. Das war eine Katastrophe. Ich habe ihn losgelassen und alle Fische konnten ausbüchsen. Sie sind alle abgehauen. Dann hat es angefangen zu regnen und wir haben unter dem Regenschirm gegessen. Ich habe gelernt, die Zeit zu genießen, egal was kommt. Beobachten, hinhören und sogar riechen. Wir haben so viel beobachtet und du hast mir tausende Fragen gestellt. Sag mal, was ist das für ein Baum? Was ist das für ein Vogel? Aber der komische Vogel warst du, mit deinen weit geöffneten Augen. Denn du wolltest nicht das Geringste verpassen. Ich habe dir damals versucht, ein Stück von mir selbst weiterzugeben, wenn dich später einmal nur noch die Erinnerung an meine Stimme begleitet. Papa hatte mir versprochen, dass wir vom Boot angeln. Ein großes Boot, das hatte einen Motor. An diesem Tag haben wir uns das ganze Angelzeug ins Boot gepackt und sind dorthin gefahren, wo unser Angelplatz war. Papa hatte die Montage unter einen Baum geworfen. Direkt ans Ufer. Dann haben wir gewartet, bis es beißt. Ja, wir haben sehr, sehr lange gewartet, bis es beißt. Aber es gab nicht mal einen Pieper. And over the water, I will share with you.
haben hart mit den Karpfen gekämpft und ihn schließlich ans Boot bekommen. Als wir ihn an Bord hatten, haben wir ihn berührt. Ich durfte sogar das Boot zurück zum Ufer fahren. Du musst den Lenkarm nach links oder nach rechts drücken. Drückst du nach rechts, fährst du nach links. Drückst du links, geht's nach rechts. Ich mag das Angeln so gerne, dass ich manchmal sogar in der Schule dran denke. Papa und Mama erzähle ich nichts davon. Aber manchmal träume ich davon, ganz alleine angeln zu gehen, wie die Großen. Du hast deine Ferien bei uns verbracht. Ich weiß noch, eines Abends hast du zu mir gesagt, morgen gehe ich ganz alleine auf Karpfen angeln. Dann wirst du sehen, dass ich auch ohne dich welche fange. Eigentlich hätte mich das schockieren müssen, aber ganz im Gegenteil. Du warst größer geworden und konntest allmählich ohne mich auskommen. Sowieso würde bald die Zeit kommen, wo ich nicht mehr da bin. Es war deine Art, dich darauf vorzubereiten, ohne es zu wissen. Thank you.
Mit all den Erfahrungen am Wasser hatten wir eine Vertrautheit entwickelt, die sich mit Stille begnügte. Ein Verständnis, das keine Worte brauchte. Dann wurde dein Wahnsinn fürs Angeln so groß, dass du sogar nachts angeln wolltest. Ich fand sie ein wenig albern, deine Pieper, um einen Biss zu melden, die du elektronische Bissanzeiger nanntest. Ich habe aber verstanden, dass deine Gier nach anderen Erlebnissen verlangte, als die, die ich dir zeigen konnte. Schließlich hast du mir mehr gezeigt, als ich selber wusste, von diesen tollen Karpfen. Du hast englische Wörter benutzt, die ich nicht einmal kannte, aber ich setzte mich hin und hörte dir zu. Amüsiert und zugleich zufrieden, welchen Spaß es dir machte, neugierig zu sein. Ich mag es, wenn wir beide im Bett liegen und uns manchmal einen Film angucken. Wenn es richtig, richtig Nacht ist, Mitternacht oder so, dann macht Papa alles alleine. Dann bin ich so schrecklich müde, dass ich nicht mal mehr den Bissanzeiger höre. Papa macht es dann alleine und sagt mir am nächsten Tag, was er gemacht hat. Oder er schreibt es in mein Notizbuch. Einmal bin ich aufgewacht, als er schon eine ganze Weile piepte. Papa hat den Haken gelöst und dann konnte ich den Karpfen sehen. Er war wirklich wunderschön. Papa angeln zu gehen. Er lässt mich die Köder aufziehen und er hilft mir auch beim Anhauen. Er lässt mich die Angel auswerfen. Und die Montage kontrollieren. Ja, dann heißt es, die Boilies mit einer Nadel durchzubohren. Und das Gummi zu ziehen, das ist am Haken mit einem besonderen Knoten befestigt. Dann schiebt man den Boilie auf das Gummi und macht es mit einem Boilie-Stopper fest. Dann hört ich piep. Ich habe angehauen und gedrillt. Ich habe die Bremse fester gestellt und mit dem Fisch gekämpft.
Papa gekommen. Freigelassen. Aber er war sehr erschöpft. Ich habe ihm zugeschaut, wie er ganz langsam davongeschwommen ist. Naja, das war's. Tja, weißt du, ich kann das alles von hier oben zwar nicht genau sehen, aber ich weiß genau, dass du mich abgelöst hast und es deinem Sohn, meinem Enkel, gezeigt hast, wie ich es dir einst zeigte. Nun geht es weiter ohne mich, aber ich begleite dich in deiner Erinnerung.